Bernd Niebrügge in Istanbul. Sie beobachten von dort aus die Lage im Iran. Was können Sie uns zu den Ereignissen der vergangenen Nacht sagen? Ja, es gibt wirklich sehr widersprüchliche Aussagen seitens der iranischen Behörden und Institutionen. Mal heißt es hat keinerlei Angriff, keinerlei Aktion gegeben. Dann aber heißt es, dass die Luftabwehr bei Isfahan 3 Objekte zerstört hätte am Himmel. Und jetzt vor ein paar Minuten wurde noch mal von einem Sprecher der Raumfahrtbehörde gesagt und geäußert, dass man 3 kleine Drohnen über Isfahan zerstört hätte. Die seien aber nicht von außerhalb der Grenze des Irans gekommen, sondern das sei innerhalb des Landes abgeschossen worden, also um dann eben das Ziel zu erreichen. Es sind also widersprüchliche Nachrichten. Von einem israelischen Angriff im großen Stile oder im kleinen Stile ist im Moment nicht die Rede. Und deshalb müssen wir wohl noch ein wenig abwarten. Es werden auch Bilder gezeigt von der Stadt Isfahan. Das Leben ist normal. Man hatte zwei, drei Flughäfen dort in der Region geschlossen, vorübergehend ein paar Stunden. Auch das ist wieder zum Normalbetrieb übergegangen. Also momentan ist eine sehr unklare Lage und auch eine unklare Lagebeschreibung durch die iranischen Behörden zu erkennen. Dankeschön, Bernd Niebrügge. Wir schauen gleich weiter zu unserem Korrespondenten nach Israel, Christian Limpert in Tel Aviv. Was ist von israelischer Seite denn zu hören? Gibt es bereits eine offizielle Bestätigung für die Angriffe? Nein, die gibt es nicht. Israelische Medien melden auch, dass es eine begrenzte Attacke oder einen begrenzten Angriff in Iran gegeben hat, berufen sich dabei aber auch ausschließlich auf amerikanische Nachrichtensender und Meldungen. Also da ist praktisch keine Bestätigung zu hören. Entspannung zeichnet sich momentan hier ab, weil das Homefront Command, also die Heimatschutzbehörde, keine verschärften Regeln herausgegeben hat. Also man darf sich nach wie vor überall aufhalten. Es gibt keine Beschränkungen für Freizeitaktivitäten und so weiter. Analysten sagen auch, so ein Angriff, ein möglicher Angriff auf einen Militärstützpunkt im Iran ist nichts Neues. Sowas gab es 2023 im Januar schon einmal. Gleichzeitig gibt es bestimmt bereits aber auch Stimmen vom rechtsextremen Minister Ben-Gvir zum Beispiel, der sagt, dieser Angriff, wenn es denn einer war, sei zu schwach gewesen. Dankeschön, Christian Limpert nach Tel Aviv.